Eins, zwei, drei. Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Wir sehen erst den Abendgruß, ehe jedes Kind ins Bettchen muss. Du hast gewiss noch Zeit. Kinder, liebe Kinder, es hat mir Spaß gemacht. Nun schnell ins Bett und schlaft recht schön. Dann wird auch ich zur Ruhe gehen. Ich wünsch euch gute Nacht. Das Sandmann-Lied, man kennt es sehr gut und man denkt, es ist eigentlich leicht, ist es aber gar nicht. Die Melodie ist eigentlich gar nicht mal so leicht. Außerdem hat das Lied noch einen eingefügten Zweivierteltakt. An der Stelle muss man auch besonders aufpassen. Das ist nämlich in der vierten Zeile der Fall, und zwar in der ersten Strophe über gewiss noch. Und zwar habe ich diese Stelle auch unterstrichen und mit 2 mal D7 markiert sozusagen. Das heißt, ihr wisst, jedes D7 ist dann ein Schlag. In der zweiten Strophe ist es auch die vierte Zeile, logischerweise. Und das Wort Gute, auch 2 mal D7, 2 Schläge. Wenn ihr diesen Übergang nicht automatisch spielt, weil ihr vielleicht die Melodie gut kennt, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das hinzubekommen, dann müsst ihr das extra einüben. Das heißt, ihr müsst den Wechsel üben von 1, 2, 3 auf 1, 2 und danach wieder 3 Schläge. Ich mache es mal vor. Ich mache es jetzt so, wie es im Lied vorkommt. Da habt ihr vor dem 2-Vierteltakt ein G und nach dem D7 auch wieder ein G. Bei G 3 Schläge, bei D7 2 und bei G wieder 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Das müsst ihr in Ruhe vielleicht erstmal üben oder vielleicht auch mit Gesang. Wer das Lied gut kennt und gut singen kann, der versucht es vielleicht so, dass ihr einfach das Lied singt und dann begleitet ihr sozusagen automatisch mit der Gitarre. Das funktioniert manchmal, müsst ihr einfach ausprobieren. Eine kleine Zwischenfrage, jetzt theoretischer Art. Das mache ich öfter mal so bei einigen Liedern, wo sich das anbietet, damit ihr auch mit den Liedern insgesamt so ein bisschen selbstständig werdet und auch im Kindergarten oder in der Schule die Lieder euch so hinbiegen könnt, wie ihr das braucht. Denn nicht jeder kann alle Akkorde und man kann auch nicht unbedingt in jeder Stimmlage gut singen. Zum Beispiel das, was ich jetzt gemacht habe, 5. Bund Capodaster, mit dem Griff G angefangen. Das ist jetzt für meine Stimme gut. Das kann sein, dass es für euch zu tief oder zu hoch ist. Wenn ihr das Lied singen könnt, ist es natürlich ganz einfach. Ihr nehmt dann einfach den Capodaster und macht den tiefer, 4., 3. oder auch ohne Capodaster oder auch noch höher. Man kann auf so einer Gitarre meistens bis zum 7. Bund einigermaßen spielen. Danach setzt man den eigentlich auch so gut wie gar nicht mehr ein. Jetzt aber die Frage der theoretischen Art, was ich gerade sagte, das wäre die Frage: In welcher Tonart befinden wir uns jetzt? Wenn ich das Ganze ohne Capodaster spielen würde, also den G hier mache, das Ding weg, dann habe ich mit dem G angefangen und ich befinde mich auch in der Tonart G. Das wird in dem Moment wichtig, wenn ihr vielleicht mal mit anderen Instrumenten zusammenspielt. Nehmen wir mal an, die Flöte möchte mitspielen oder ein Klavierspieler oder sonst wer. Dann kommt die Frage auf, ja, Capodaster ist schön gut, aber welche Tonart ist das? Weil das ist auf jeden Fall kein G. Wir haben das verändert. Und das erkläre ich euch jetzt. Wir merken uns jetzt einfach mal, der 5. Bund war also der Punkt, wo wir aufgesetzt haben. Das zeige ich euch jetzt auf dem Transposer, wie man das sozusagen ganz leicht und ganz schnell errechnet. So, schauen wir auf den Transposer. Dann seht ihr einmal hier 2 Lineale. Da sind alle Töne chromatisch angeordnet. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, wir spielen im 5. Bund mit dem Akkord G, der hier liegt, dann zählen wir einfach 5 Schritte weiter hier und dann sehen wir, dass wir bei C landen. Ich zähle mal durch. Also 1., 2., 3., 4., 5. Schritt.
Also spielen wir jetzt mit dem C im Grunde, obwohl das Griffbild ein G-Dur ist. Zu diesen speziellen Fragen werde ich auch nochmal ein extra Video machen. So ganz kleine Einheiten für die Theorie ist eigentlich nicht unwichtig, gerade in der Schule und im Kindergarten hat man oft auch Liederbücher, wo irgendwelche Akkorde drüber stehen, die man vielleicht gar nicht kennt oder die sind vielleicht zu schwer zum Spielen. Dann sollte man Abhilfe schaffen. Das geht eigentlich sehr einfach mit dem Transposer, indem man einfach transponiert in die einfache Tonart. Zum Beispiel bei uns wäre das mit G-Dur normalerweise. Da haben wir die Hauptakkorde G, C und D bzw. D7. Oder in D-Dur fangen wir mit D an und spielen noch G und A7. Und wir haben auch noch ein paar leichte Mollakkorde, wenn welche vorkommen. Jetzt möchte ich euch aber noch zeigen, wie man auch sehr leicht dieses Lied zupfen könnte. Immerhin ist das Sandmännchenlied ein Schlaflied und das wäre vielleicht sogar noch schöner, wenn ihr das zupft. Wir spielen das einmal an. Ich zeige das jetzt von ganz nah, damit ihr das schön abgucken könnt. Die Zupftechniken spiele ich jetzt also auch im fünften Bund auf dem Capodaster und ich greife den G-Griff dabei. Eine der üblichsten Begleitungen im Dreivierteltakt sähe zum Beispiel so aus. Einmal den Daumen auf der 1 und auf 2 und 3 spielt ihr drei Töne gleichzeitig von unten angerissen leicht oder angezupft. Hört sich zusammenhängend so an. 1, 2, 3. Sandmann, es ist noch nicht so weit. Und so weiter. Eine andere Möglichkeit wäre, wir teilen das in kürzere Töne auf. 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und. Noch eine dritte Möglichkeit. 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Wie ihr euch denken könnt, muss man solche Zupfmuster natürlich richtig einüben. Das dauert vielleicht 1, 2 oder 3 Wochen, bis ihr die fließend im Lied einsetzen könnt. Aber eine Anregung ist es allemal und vielleicht gibt es einige von euch, die es sowieso schon können. Die können das natürlich sofort so spielen. Das war's schon. Wenn es euch gefallen hat, wenn ich euch helfen konnte, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und teilt es mit anderen, dass sie auch was davon haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.